ist soweit. Seit Januar können die Leute ihre Vorschläge einreichen. Bis zu 10 Bilder ihres liebsten Ortes in OPR. Ich bin schon mal vorgegangen und befinde mich gerade in unseren Sonderausstellungsräumen. Im Augenblick findet unten gerade die Eröffnung statt. Und nachher sehen wir uns gleich hier wieder. Die Quecksilbersäule kratzt an der 30-Grad-Marke. Was machen? Eisschlecken zum Seefahren wären eine gute Option. Noch besser, ein schattiges Plätzchen im Innenhof der alten Bischofsburg. Das ist auch ein guter Lieblingsplatz zur Ausstellungseröffnung mit dem Landrat Ralf Reinhardt. Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Interessierte, ich sage ganz bewusst liebe Interessierte, denn heute zeigen wir mit das Interessanteste. Das Interessanteste, was aus den persönlichen Eindrücken der Einwohner aus Prignitz-Ruppins oder der Gäste oder der Besucher, aller derer, die bei uns schöne Ecken nicht nur vermuten, sondern die auch gesehen haben und meinten, dass es wert, festgehalten zu werden. Ich durfte mir die Ausstellung im Vorfeld schon einmal anschauen und ich kann Ihnen verraten, sie ist wirklich sehr, sehr schön und eine halbe Stunde reicht eigentlich nicht dafür. Man muss sich einfach nochmal Zeit nehmen und in Ruhe nochmal hierher kommen und alles nochmal anschauen. Dann steigen wir auch sofort ein ins Projekt. Von den etwas mehr als 80 Bewerbern haben wir fast 700 Fotos bekommen. Und da war die Auswahl natürlich nicht einfach. Das, was wir jetzt hier in der Ausstellung haben, sind ungefähr 300 Bilder. Der Rest ist in einer Fotogalerie unten digital zu sehen. Mehr war hier aber leider nicht drin. Wenn man sich umschaut, wird man das auch verstehen können. Frau Adomeit, vielen Dank für Ihren Beitrag heute hier. Sie haben wunderschöne Bilder bei uns abgegeben. Was ist das Besondere für Sie an diesen Bildern? Das Besondere ist, dass ich das mit meinem Mann immer gemeinsam gemacht habe. Wenn wir irgendwo, und wir sind viel durch die Landschaft unterwegs immer gewesen, wenn er zu seinem Verein war in Rheinsberg, dann bin ich mit dem Fahrrad in der Zeit durch die Landschaft gefahren. Das ist zum Beispiel das Ergebnis einer Sache, die ich dann mit dem Fahrrad einfach alleine erkundet habe. Aber er war eigentlich immer dabei. Und wir haben immer alles gemeinsam gemacht. Und da sind diese tollen Fotos entstanden. Wir gehen spazieren am Tornosee, am Zermützelsee. Und da sagt plötzlich mein Mann, guck mal, da sitzt das Vögelchen. Kamera raus, schnell fotografieren. So haben wir das alles immer in all den langen Jahren. Wir sind 64 Jahre verheiratet. Immer gemeinsam gemacht. Und so halten wir das immer und so machen wir das immer weiter. Und wir sind froh, dass wir das hier heute zeigen konnten. Das ist die Kirche St. Peter Paul in Wusterhausen. In Wusterhausen, da ist der Verkehrsspiegel. Und ich bin da spazieren gegangen und sah auf dem Halldorp, Kirchturm mit dem Fachwerkhaus, das nimmst du einfach mal auf. Ne? Also ich persönlich habe kein Bild hier ausgestellt, aber ich habe eins entdeckt, das mir wirklich gut gefallen hat und das ist das hier. Und ich finde es so unheimlich spannend, weil ich ganz lange überlegen musste, wo es denn eigentlich steht. Und als ich dann gelesen habe, dass es in Gänsrode ist, habe ich für mich beschlossen, ich muss da unbedingt mal hin und den Ort mal erkunden. Also wird bestimmt mein neuer Lieblingsort. Also ich habe mir dieses Bild ausgewählt hier. Ich finde es also schön, weil es also sehr viel Ruhe und auch Natur versprüht. Aber auch so mal die alte Technik mit dem Wasserrad, die Eiszapfen, die daran hängen. Also ich finde es ein sehr schönes Winterbild, was also sehr gut auch an einen OPR-Kalender passen würde. Ja, ist beeindruckend, was für schöne, stimmungsvolle, exotische, außergewöhnliche und private
Objekte, Gegenden und Plätze es in unserem Landkreis gibt. Das hat man selten so geballt, aber so stimmungsvoll. Ich bin regelrecht begeistert und bei vielen Sachen denkt man immer, was es an Problemen in dieser Welt doch gibt. Und wenn man dafür dann hier heute alleine in diese Bilder schaut, dann ist man sehr zufrieden, ist man sehr beruhigt und hat mit vielen, vielen Sachen auch wieder eine viel, viel bessere Stimmung und ein viel besseres Menschenbild. Also ich bin glücklich, dass in OPR so viele interessierte Bürger leben, die solche tollen Momente eingefangen haben und die heute hier auch zur Schau stellen. Da ein ganz großes Dankeschön an alle. Und ich weiß, dass das Bildband mindestens zweiteilig sein wird, weil wir in den ersten gar nicht genug von diesen schönen Bildern aufnehmen können. Ja, die Ausstellung läuft jetzt noch bis zum 12. November. Zwischendurch haben wir aber einiges zu tun. Zum einen hoffen wir, dass sich tatsächlich 13, nur 13 herauskristallisieren, die wir dann für den Kalender einsetzen können. Und ein Bildband wird es auch noch geben. Der wird dann etwa ab Ende September auf unserem Arbeitsprogramm, auf unserem Arbeitsplan stehen. Und auch das wird nicht einfach, weil auch da werden wir keine 700 Bilder unterbringen können. Ja, es wartet einiges an schwieriger Arbeit auf uns. Heute zur Eröffnung wurde schon fleißig gewotet. Bis November hat jeder Gast Zeit und die Möglichkeit, seine 10 Lieblingsbilder zu wählen. Ihr seid alle herzlich willkommen hier bei uns im Museum des 30-jährigen Krieges in Wittstock. Bis bald!